Guten Abend zu der heutigen Sitzung zum Lektorkurs Weniger als nichts, Hegel und der Schatten des Selektionsmaterialismus. Wir hatten in den letzten beiden Male über Hegel und Marx Sachen gelesen, diskutiert, die von Žižek zur Diskussion gestellt worden sind. Wir können auch heute mit der Frage beginnen, warum wir überhaupt uns mit den beiden Philosophen so sehr auseinandersetzen müssen, laut Žižek, welche Bedeutung auf die beiden Philosophen zukommt, warum eventuell Marx wichtig ist. Wir haben gesehen, dass bei Žižek in diesem Buch eine zentrale Bedeutung auf ein Wort zu kommen. Diese zentrale Bedeutung heißt die Lücke, die Ungestimmkeiten, dieses unreine Stern, dieses Nichts, diese leere Lücke. Das ist die zentrale Begrifflichkeiten. Und das zu definieren, das Festding zu machen, ist die zentrale Absicht auch dieses Buches. Daher setzen wir uns immer wieder mit Marx. Anders als von vielen Marx-Interpreten, ich glaube auch anders als Marx selbst, zieht Žižek in Marx auf übertragene Weise in Marx eine Systemlücke, eine Leere. Das heißt, was Marx in diesem System ausmacht, ist eine Funktion, die unbestimmt ist, die beziehungsweise im System die moderne, zeitgenössischen, dort ist eine Leere entsteht, eine Lücke entsteht. Wir können das hier in einer kurzen Verwandtschaft vielleicht so Derridas Gespenst sehen, wo eben Derrida in Marx, beziehungsweise im Marxismus, dieses Gespenstigkeit wiedererkennt, oder glaubt, wiedererkennt zu haben. So ähnlich ist, habe ich das Gefühl bei Žižek. Der Unterschied eben zu Derrida, dass Žižek sich auch so rat, eventuell auch ökonomische Aspekte, Ansatzstücken von der marxistischen Ökonomie heranzieht, was eben bei Derrida nicht der Fall war. Derrida hat eben sich mehr an literarische Anlehnung von Marx an Hamlets Gespenst bezogen oder solche sprachliche, kulturelle Rahmenbestimmung für Marx, anstatt ihn mit seiner ökonomischen Theorie in eine revolutionäre Philosophie einzubetten. Derrida sah eben teilweise nach der Wende die Möglichkeit, dass Marx von Marx Nachfolgern bzw. Söhnen zu befreien. Und da hat er eben aus dem Marxismus mehr oder weniger ein Gespenst gemacht, dass man nicht loswerden könnte. So ähnlich, wenn es nicht so konkret gestaltet ist und definiert ist, ist auch beim Žižek eben dieses Marx im Kapitalismus eine Lücke. Eine Lücke, die eben noch die Möglichkeit schafft, eine andere Gesellschaft zu erreichen. Eine Lücke, die auch eine Hinweisfunktion erfüllt, die auch sagt, dass die jetzige
Gesellschaft, wie sie ist, eigentlich nicht in Ordnung ist. Also es ist ein Warnschild, dass es mit dem Kapitalismus etwas nicht stimmt. Zumal will Zizek letztendlich mit seiner Theorie mehr auf Problematik hinweisen, aber auch seine ökonomischen Darlegungen von Marx oder revolutionären Ideen sind nur teilweise Rechtfertigungen und eigentlich ganz tiefgehende Revolutionskonzepte, wie man eigentlich nach dem ersten Anschein ihm unterstellen würde, wenn er sich als Kommunist bezeichnet. Auch wenn er zum Beispiel zeitweise teilweise die Revolutionsgewalt durch Robespierre verteidigt und auch versucht, wenn auch Stalin und Mao ablehnt, teilweise Rechtfertigungen für Stalin-Handlungen wieder entdeckt, erfindet, neu bestimmt. Das sind zeitweise sehr widersprüchliche Momente bei ihm, aber trotzdem ist er höchstens ein Hinweisschild, dass was nicht funktionieren könnte. Und die Antworten sind sind nicht zufällig. Sie dienen eigentlich, wenn sie auch zufällig erschienen, dem Ziel, auf eine Lücke hinweisen. Und diese Lücke im Kapitalismus ist eben von Marx bestimmte Struktur. Nur muss man auch sagen, dass diese Lücke, dass diese Lehre eigentlich von jedem Philosophen laut Zizek immer wieder thematisiert worden war. Das macht Lacan, das macht Kant, das macht Platon, Hegel etc. auf eigene Art und Weise. Und hat vielleicht Marx konkret die kapitalistische Lücke im jetzigen System thematisiert, aber das Aspekt des Menschen ist laut Zizek wieder außer Acht gelassen worden. Das ist der Punkt, den wir wahrscheinlich ab unserer nächsten Sitzung uns näher anschauen würden, weil dieses menschliche Aspekt, wie ein Subjekt funktioniert, was eben Lacan auch dazu sagt, vielleicht auch im Hinblick auf freudische Psychoanalyse. Das werden wir ab unserer nächsten Sitzung uns anschauen. Heute können wir das bisherige vertiefen und das Kapitel über Hegel zum Ende bringen. Zizeks Ansatz beginnt in der Beziehung zwischen Marx und Hegel, Marx radikalisieren. Es ist nicht so, dass er darin die Aufgabe erfüllt gesehen hat, dass Hegel durch Marx neu interpretiert wurde, sondern dass Marx auch umgekehrt eine Radikalisierung, Aktualisierung durch Hegels System vonnöten hat.
Max habe dann eben sich sehr stark auf Geborgenheit und Tauschwert eingelassen. Dieses Verhältnis hat sich mehr oder weniger vollständig entfaltet. Und in dieser vollständigen Entfaltung sieht man neue Ebene. Und das sieht Zizek unter dem Begriff Liste Vernunft. Liste Vernunft ist, manchmal die Dinge zum halt Ende laufen lassen, sodass sie eigenständig überflüssig werden. Man muss es nicht unbedingt dagegen bekämpfen, halt wenn die vollständige Entfaltung erreicht ist, ist auch gleichzeitig Zerfall angesetzt. Also denn in der vollständigen Entfaltung des Gegenstandes zwischen Gebrauchswert und Tauschwert käme im Kapitalismus zum neuen Fall. Und das sieht man eben durch den, teilweise durch den Finanzkapital, welches nicht die Hegemonie im Kapitalismus erlangt hat, sondern eine Autonomie. Und dass auch die Eigentumsverhältnisse sich total geändert hat, zumindest seit Bill Gates. Wir können eben dann im klassischen Sinne über die Produktionsbesitzverhältnisse heute noch reden, fragt Zizek. Aus dem Grund müsse eben Marx oder heutige Marxisten Hegels superkollektive Philosophie als wieder benutzen, total einsetzen, um eigene Philosophie weiterhin zu vertiefen. Marx habe ich glaube 1852 Hegel wiederum vertieft studiert und eigene Philosophie radikalisiert, und das sollte man laut Zizek wieder heute auch tun, weil eben vieles eine Aktualisierung und Neubestimmung voraussetzt. Zum Beispiel die Vorstellung, dass Hegel ein Vertreter von absolutem Objektivismus wäre, wo er im absoluten Geist am Ende die Vereinigung, Zusammenführung von Substanz und Subjekt sieht, treffe nicht zu. Und daher die Ansätze später von Lukács, Adorno nicht zutreffend. Weil die Vorstellung von Adorno, Marx, Hegel habe einen absoluten Subjekt Substanzphilosophie vertreten, war grundlegend falsch. Und daher auch seine Kritik an hegelische Dialektik mit eigener negativen Dialektik nicht deutlich genug. Eigentlich hegelische Subjekt sei ein fragiles Element, welches immer wieder Unterschiede produziert und weil eben Marx nicht diesen Hegel durchgeblickt hätte,
letztendlich eben auch Fälle unterlaufen, zum Beispiel, dass der Kommunismus, der später gegeben hat, letztendlich ein Unterart des Kapitalismus wurde. Weil dieser Ansatz, Substanz und Subjekt miteinander zusammenzuführen, auch die ideologische Vorarbeit für diesen Fehler geleistet hat. Was ist eben Subjekt für Zizek, oder woraus entsteht eben ein Subjekt? Subjekt entsteht unter anderem bei Zizek beim Scheitern. Er bezieht sich manchmal, wenn er diese Idee des Scheiterns ausführen möchte, auf seinen Lebenslauf, dass er ursprünglich eigentlich Filmregisseur werden möchte. Dennoch ist er gescheitert, anstattdessen ist er ein Philosoph geworden. Vielleicht wäre er als Regisseur nicht so bekannt, erfolgreich, wie jetzt als Philosoph, weil er in seinem ursprünglichen Vorhaben gescheitert ist, sieht er sich neu bestimmt in seinem jetzigen Ausleben, in seinem jetzigen Vorhaben. Und natürlich hat er Spuren von seinem Scheitern, von seinem ursprünglichen Vorgehen, also wenn wir heute auch unter seine Texte lesen, sehen wir durchaus, dass auch ein Blick des Filmmachers auch immer wieder mitspielt. Also er hat seine Philosophie unter anderem dadurch untermauert, dass er die ganzen Erfahrungen als gescheiterter Filmmacher mit einfließt. Die ganzen Blicke, wie er die Filme sich angeschaut hat, wie er die Figuren untersucht und Geschichten in Filmen aktualisiert hat in seinem Kopf, philosophisch, hat er jetzt in ganzen Werken zusammengeführt und er profitiert davon, dass die ganzen Erfahrungen, die er als gescheiterter Regisseur gemacht hat, heute voll einsetzen kann. Und das ist Scheitern. Und dieses Scheitern ist eigentlich Subjekt. Subjekt ist Scheitern, Scheitern ist Subjekt. Das gibt uns natürlich ein Bild von der Unvollständigkeit. Also wenn man sich von der Vollständigkeit Distanz nimmt, dann hilft der Begriff Scheitern sehr viel, weil eben dieses Scheitern die Theorie ist, warum eine unvollständige Entwicklung eigentlich produktiv sein kann. Und das ist, ich glaube, diese Begrifflichkeit. Wie wir auch letztes Mal über Kant gesprochen haben, dass Kant in die Zeit und Raum als Idealität und den Freiheitsbegriff als Realität versteht. Und dieser Freiheitsbegriff, der eben in der Naturgesetzen eine Rolle spielt als
zumindest ein ebenbürtiger Faktor. Und das aber trotzdem wie ein Nabelschnur ist, wo man eben nicht versteht, manchmal irrationalistisch ist, was man nicht systematisch darstellen kann. Diese Beziehung zwischen Freiheitsbegriff der Menschheit und Zeit bei Kant verdunkelt. Und das erfüllt auch die Kritik von Kant an Fichte, der auch vorhatte, kantisches System, ja, den Freiheitsbegriff zu systematisieren, dadurch zurück, dass eben Kant dieses Verhältnis eigentlich unbestimmt lassen wollte, aber das nicht zu bestimmen sei. Und weil Hegel das unternommen hat, gilt für Žižek als radikalisierter Kant. Und Kant sei eben auch der erste Philosoph, der sich mit der Endlichkeit des Subjekts auseinandergesetzt hat. Was ist aber Hegels Dialektik? Da gibt es sehr viele Ansätze, was das Hegels Dialektik ist. So halt die weitgeläufige Definition unter linken Hegelianern ist zumindest, dass eben die Hegels Dialektik sei die Lehre der Gegensätze, auch die sich in Bewegung befinden. Während das greift für Žižek zu weit. Žižek ist der Meinung, dass Dialektik von Hegels letztendlich eine Wissenschaft von der Kluft zwischen alt und neu ist. Also es ist nicht so, dass es ist übertrieben und falsch, dass man Hegel unterstellen würde, dass er ein System, eine Lehre entwickelt hat, die einen Anspruch auf absolute Totalität hat, sondern es ist umgekehrt, man müsste sich eigentlich umdenken, dass Hegel eigentlich ein Vertreter von der Klufttheorie ist, ein Unterschied, Lehre, Lücke, da kann man auch durchaus sagen, halt eine Lücke zwischen Alt und Neu, Lehre, und das ist Hegels, das ist der Kern von Hegels Dialektik. Alles andere sei Quark. Seine philosophische Ansichten über Subjekt untermauert er, wie gesagt, immer wieder mit Geschichten aus verschiedenen Filmen, wie Subjekt falsch daneben liegen könnte als philosophische Aktion, bezieht Žižek sich auf einen Film, einen israelischen Film aus Lebanon, in welchem die israelischen Soldaten im Libanonkrieg 1982 in einem Panzer auf einem Acker stecken geblieben waren, sodass die Geschichten dieser Filme, auch die Krisen, die Hoffnungslosigkeit dieser Soldaten, Zweifel dieser Soldaten, wie sie sich da angefühlt haben, etc., wurden auf die Leinwand gebracht. Und er sagt, darin sehen wir eigentlich, wie begrenzt ist, wie falsch ist, Geschichten aus Subjektperspektive zu behandeln. Weil in diesem Film, was haben wir gesehen? Dass die Täter als Opfer dargestellt worden waren und wir als Zuschauer eigentlich Leiden der Täter uns angeschaut haben
Und teilweise sind wir durch diesen Film determiniert, uns mit dem Täter zu solidarisieren, weil die Subjektperspektive uns das so verleiten kann. Er sagt auch, dass wenn er so halt, wenn, kann ich auch kurz ja, vorlesen, wenn ich, ja. Das ist die Ideologie in Reinform. Dank der Fokussierung auf das traumatische Erlebnis eines Täters können wir den gesamten ethisch-politischen Hintergrund des Konfliktes ignorieren. Was hat die israelische Armee eigentlich tief im Libanon gemacht? Eine solche Vermenschlichung dient also dazu, das Wesentliche zu verschleiern. Die Notwendigkeit einer schonungslosen politischen Analyse der Hintergründe für die Entsendung von Streitkräften. Dann eine Seite weiter, auf der Seite 384. Die Weigerung zu kämpfen ist, als es einem gefällt oder nicht, für einen Nazi, der im Ghetto Juden ermorden soll, nicht dasselbe wie ein Partisan, der den Nazis Widerstand leistet. Gleichermaßen ist im Libanonkrieg von 1982 das Trauma des israelischen Soldaten im Panzer nicht dasselbe wie das palästinensischen Zivilisationen, der Zivilisten, den er unter Beschluss nimmt. Die Konzentration auf Ersteren liegt nur der Verschleierung dessen, worum es bei der israelischen Invasion eigentlich geht. Unabhängig davon, also diese Bewertung, wie der libanesische Krieg ist, ist es wahr, kritisch hinterzufahren, warum immer wieder in Bezug auf jüdische Geschichten der Nazi-Vergleich kommt, beziehungsweise öfter als andere Völker der Welt halt, als andere Nationen. Das ist durchaus ein merkwürdiges Vorgehen. Es ist weltweit so, dass Nazi-Vergleiche immer wieder gemacht werden. Teilweise zutreffend, teilweise übertreibend, bei auch rassistischen problematischen Äußerungen, aber dass man sich eigentlich mehr oder weniger daran gewöhnt hat, israelische Politik, die auch aus meiner Sicht nicht befürworten ist, immer wieder im Vergleich zu Nazi-Deutschland gemacht wird. Dass sowas eigentlich Žižek nicht auffällt, der eben in seinen Werken immer wieder Judenwitz einbaut und als neutraler Vermittler weitergibt, der eben diese Witze von einem anderen, von einem Jude gehört hat. Da fällt ihm die Reflexion. Da fällt ihm die Reflexion, dass diese Erzählungsweise selbst problematisch sein könnte. Also wird er teilweise, ich glaube auch gerechtfertigten Kritik an diesem Film einen anderen großen Fehler macht, und zwar teilweise am Rand des Antisemitismus sich nähert. Eben,
Ein weiteres Problem in dieser Zellung ist, oder überhaupt diese Auseinandersetzung solcher politischen Themen aus der Psychoanalyse zu bestimmen, ist, dass Žižek dem Zuschauer oder den Zuschauerinnen die Fähigkeit abspricht, dass sie nicht den Unterschied zwischen einer Täterperspektive und einer Opferperspektive machen können. Das Problem bei dieser Vorgehensweise ist erstens, sie gehen von einem allgemeinen Subjektverständnis vor. Ein allgemeines Subjektverständnis, der unter jeglichen Situationen gleich ist. Also, wenn ein Mensch beim Film anschauen nicht den Unterschied sehen kann, die Täter, was ist Täterposition oder was ist Opferposition, oder noch schlimmer, wenn dieser Mensch sogar die Täterposition übernimmt, es liegt wahrscheinlich nicht daher, weil dieser Mensch die Täterposition nicht von Opferposition auseinanderhalten kann, sondern dass dieser Mensch diese Vorgehensweise total befürwortet. Also ein Mensch, der in diesem Libanon-Film den Krieg zustimmt und sich mit den Soldaten in diesem Panzer solidarisiert oder mitfühlt. Es ist nicht Problem des Subjekts, welches nicht Bewusstsein hat, was ist die Täter- und Objektposition, sondern es ist ein Bewusstseinsproblem, ein politisches Bewusstseinsproblem, wo eben zum Beispiel die Antikriegsbewegung in diesem Land total schwach geworden ist oder umgekehrt hat, wenn die Menschen anfangen, sich mit der Täterposition zu befreunden, heißt das, dass die Antikriegsbewegung in diesem Land sich stärker gemacht hat. Also, wenn in einem Land Antikriegsbewegung nicht gibt, keine kritische Bewegung auf den Straßen existieren und politische Diskussionen auslösen, dass man jetzt versuchen würde, alle Problematik nur auf das einzelne Bewusstsein des Menschen, welches eigentlich an für sich für jederzeit und für unter jedem Zustand das Gleiche verkörpert, das greift zu kurz. Also, das Bewusstsein 1923 in Deutschland, 30 in Deutschland, 35 in Deutschland, 40 in Deutschland, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 1970 und heute ganz anders. Also das Bewusstsein, das Subjekt, die Wahrnehmung etc., das sind ganz total andere Vorgehensweisen. Weil auch dieses, auch das menschliche Bewusstsein ändert sich und passt sich an. Und das menschliche Bewusstsein existiert nie nur für sich. Der menschliche Bewusstsein existiert nur nicht aus den eigenen Ängsten, Trieben, was man zu unterdrücken versucht und mit seinem Über-Ich, sondern in einer Gesellschaft und lernt in dieser Gesellschaft mutig zu sein oder ängstlich oder findet auch keine demokratische Rahmen, sich ausdrücken, wird unterdrückt oder nicht unterdrückt. Das sind viele Momente und sowas kommt eben bei so einem sehr kurz gefassten Kritik an Subjekttheorie aus einem reinen Strukturalismus, der eben diese ganzen Bewusstseins
Fragen ignoriert, gesellschaftliche Verhältnisse ignoriert und von einem abstrakten Mensch ausgeht. Oder was ist hier die Meinung? Ich sehe das ähnlich. Also, ich würde. Mich stört diese Arroganz, die in dieser Aussage liegt. Also, ja, dem Publikum generell die Mündigkeit abzusprechen, sich mit einer Subjektperspektive auseinandersetzen zu können und gleichzeitig abzusprechen, dass es verschiedene Arten vom Publikum geben kann. Ja, ist sehr kurz gefasst. Und ja, diese ja, Fokussierung auf eine strukturalistische Darstellungsweise in der Kunst halte ich auch aus einem ästhetischen, künstlerischen, dramatischen Gesichtspunkt für mindestens problematisch, wenn nicht für sinnlos eigentlich. Ich glaube, das ist allgemeines Problem, wenn man tatsächlich von einem individuellen Mensch ausgeht. Es ist nicht umsonst, dass Hegel gegenüber Fichte, gegenüber Schelling diese Kritik geäußert hat, dass man nicht von einem Ich zu einem Allgemeinen kommen kann. Schelling, der auch den Anspruch hatte, Fichte überwunden zu haben, etc. oder eigentlich der Urheber wäre von Benedin, die später von Hegel für sich beansprucht worden war, sauber auf Hegel immer wieder, aber Hegel hat es tatsächlich Schelling kritisiert, dass Schelling letztendlich nicht Fichte vollständig überwunden konnte und in seinen Grenzen auch geblieben ist, weil er auch letztendlich von einem Ich ausging und von einem Ich nicht zu einem Allgemeinen kommen kann, ist es auch unmöglich. Und diesen Zizek macht diesen Fehler. Zizek versucht ein Feld des Menschen in der Philosophie einzuführen und mit Hegel, mit Dialektik, mit Marx und eigentlich widerspricht den beiden im Grunde genommen halt in jedem Bereich. Sein Anspruch halt, dass er Hegel, wie er in einem Interview gesagt hat, dass er Hegel sehr gut kennt, das kann er ja ruhig sagen, meinte er, nachdem er ein Buch mit 1400 Seiten über Hegel geschrieben hat. Das ist, ich glaube, kein Beweis, dass man über Hegel ein dickes Buch geschrieben hat und sich mit Hegel auskennt, ist nicht überzeugend. Und das sieht man auch, dass jetzt bei diesem einfachen Beispiel, dass die Perspektive des Erzählers eben, für Massen oder für Menschen eigentlich falsch sei, weil die Menschen das nicht unterscheiden können und verleitet werden. Okay, es stimmt. Menschen können verleitet werden. Aber das würde voraussetzen, dass die Menschen eigentlich nicht mehr als Puppen sind. Und die werden, oh, hier ist der Täterperspektive, ich bin auch jetzt gern Täter, weil ich das auch sehe, etc. Das ist, das erklärt die ganzen Phänomene, die wir vorhin angesprochen haben, nicht. Und aus dieser Sackgasse wird er nicht rauskommen, kann er nicht rauskommen, weil er eben das Bewusstsein, das gesellschaftlich ist,
nicht als solche begreift und analysiert. Weil ein Bewusstsein auf individueller Ebene zu untersuchen, würde das Bewusstsein letztendlich darauf zurückführen, was seine sexuelle Triebe wären, was seine Todesangst in ihm auslösen, was seine Sprache über ihn aussagt, das so Felder, die man eigentlich nicht vollständig begreifen kann, weil auch die ganzen Analysen letztendlich auf der vereinzelter Ebene untersucht werden. Also ein Schritt zurück, auch in der Ausführung treffen wir Platon, dass er einen großen Wert auf Platon legt und Platon sieht er auch die Vorhandenheit des Begriffes, die Lücke, die ganze Diskussion mit Parmenides über Nichts und Sein. Da hat aber auch hier einen total zentralen Punkt vernachlässigt, und zwar das, dass Hegel auch der Meinung war, Sokrates habe mit seinem Bewusstsein, mit seiner Philosophie über seine Zeit hinausgegangen. Das war auch der Grund, warum Sokrates zum Tode verurteilt war er nicht, beziehungsweise Sokrates hat sein Todesurteil provoziert und nicht eingelegt auf die anderen Möglichkeiten. Aber warum überhaupt ein einzelnes Bewusstsein, Subjekt, über seine Zeit hinaus eine andere Philosophie in den Weg einleiten konnte, kann eben diese Art der Erklärung nicht leisten. Also, es ist so, dass diese Sprünge, wie das überhaupt möglich ist, warum manche bewusst oder Subjekte etwas Einzigartiges machen. Das kann man nicht aus ihm ausschließlich erklären, das kann man aus den gesellschaftlichen Verhältnissen erklären. Dass eben die Gesellschaft, die griechische Gesellschaft, die einerseits eine vollständige Objektivität erreicht hat, die Beziehung zwischen Ethik und Moral haben wir auch behandelt, die ethische Gesellschaft, und die aber gleichzeitig einen Vertreter hervorgebracht hat, der die Moralphilosophie im ganzen System angefangen hat einzubauen. Das ist eben diese Komplexität der Geschichten, die von Zizek nicht begriffen werden können. Weil er ganz auf der individuellen Ebene bleibt und auf dieser individuellen Ebene sind die Menschen so dumm, dass sie nicht wissen können, was eine Täterposition in einem Film ist. Dass diese Täterposition ein politisches Problem ist, dass diese Täterposition letztendlich teilweise mit den Interessen einer bestimmten Schicht, Klasse, Gruppe von Menschen in der israelischen Gesellschaft überstimmt, ignorierte und versucht er aus einer subjektiven Erzählungsform das ganze Geschichte zu erklären. Indem er das macht, verklärt er die ganze Geschichte bewusst. Also er ist eigentlich nicht anders als der Filmmacher, der eben die Täterperspektive uns angeboten hat, der eben auch
ganze Geschichte zu verklären versucht, kommt Shishik mit dem Ansatz, dass der Regisseur ganze Geschichte verklärt hat und verklärt er selbst. Und das ist eben die Tragödie von Shishik letztendlich, weil er über diese Frage keine Aufklärung, keine Erklärung betreiben kann. Wir können jetzt eine kurze Pause machen und danach weiter. Also, um das abschließen, wie absurd eben diese Analyse zur subjektiven Perspektive ist, kann man durchaus es so verdeutlichen, dass wir uns kurz vor Augen halten, wenn wir von den Nazi-Filmen ausgehen, die eben die faschistische Täterperspektive uns immer wieder angeboten haben, dass diese Filme große Beliebtheit unter Hitler-Faschismus gehabt haben in Deutschland, dass sehr viele Nazi-Frauen, Nazi-Männer sich begeistern ließen durch diese Filme, dass eben diese Filme in Absurdität geraten sind nach dem Zweiten Weltkrieg, dass eben die Anzahl der Leute heutzutage, die in Deutschland von solchen Filmen sich mitreißen lassen würden, ist sehr gering, vorerst zumindest, dass wir erstmal sehen können, dass es nicht die Täterperspektive Problem ist, sondern eben die politische Aspekt, die politischen Aspekte, die ihr tongebend sind. Wir gehen wieder auf ein beliebtes Thema zwischen Verbot und Praxis. Weil eben die Verbote in der Gesellschaft, die auch teilweise die Funktion des Über-Ichs oder der großen anderen verkörpern, gleichzeitig eben Institutionen wie Kirchen voraussetzen. Ich glaube, die Kirchen sind laut Shishik deshalb vorhanden, weil sie bestimmte Überschreitungen von Menschen verhindern soll. Umgekehrt, weil die Menschen diese Überschritte machen, gibt es die Kirche. Und das ist eine Analyse. Er zitiert den Wagner hier: Der wahre Ehebruch ist nicht der außereheliche Geschlechtsverkehr, sondern der Sex in der Ehe ohne Liebe. Es ist jetzt überhaupt nicht, ich glaube, nur halt im gemeinen Sinne ergibt Wagner sozusagen. Der einfache Ehebruch verlässt das Gesetz nur von außen, die Ehe ohne Liebe zerstört es dagegen von innen her, weil sie den Buchstaben des Gesetzes gegen dessen Geist wendet. Also wieder einmal Brecht zu prophezieren, nicht ein einfacher Ehebruch gegen den Ehebruch an der Lippe, sondern Ehe. Nicht zufällig erinnert Wagners Formel, Ehe ist Ehebruch, ein Prolog, Ausspruch, Eigentum ist Diebstahl, während der stürmischen Ereignisse von 1884 war Wagner nicht nur ein Feuerbachianer, der die geschlechtliche Liebe verherrlichte, sondern auch ein preußischer Revolutionär, der die Abschaffung des Privateigentums forderte. So ist es kein Wunder, dass Jesus, ich glaube, ja, die Stelle bei Jesus kann man ignorieren. Das ist
eine interessante Stelle halt, dass die Ehe an und für sich gleichzeitig die Sünde mit sich schafft. Weil die Ehe gibt es auch Ehe-Sünde. Weil der Mensch sündigt, indem er nicht sündigen möchte. Halt, indem er eigentlich die Instanzen, Institutionen des Nicht-Sündigens akzeptiert hat. Sobald der Mensch sich auf Ehe eingelassen hat, geht er automatisch darauf ein, dass es sowas wie Ehebruch gibt, dass wir in Sünde existiert. Sind wir aber heute nach 150 Jahren, 160 Jahren später viel vorangekommen als die damalige Situation? Ich weiß nicht. Es sind durchaus viele Fortschritte anzuerkennen, aber letztendlich ist die Ehe in der neuen Form vorhanden. Also es ist nicht möglich, in ein kapitalistisches System andere Beziehungsarten als vorherrschende Beziehungsarten zu installieren. Also es ist entweder die Paarbeziehung vorherrschende oder in islamischen Ländern oder in einigen islamischen Ländern, wo es erlaubt ist, dass der Patriarch mehrere Frauen heiraten kann. Aber das sind die beiden Arten, würde ich sagen, Vertreter von Ehen im Kapitalismus. Und dieses islamische Ehe-Tradition kommt in Widerspruch, wenn die Gesellschaft sich bürgerlich entwickelt, wie in der Türkei zum Beispiel. Die Frage ist ja halt, was hier vielleicht angedeutet worden ist, dass es eigentlich nicht möglich ist, Ehebruch zu verhindern, solange diese Ehe existiert. Wie wir wohnen, wie wir erben, wie wir entzogen werden, sind von diesem Ehe bestimmt. Vater und Mutter als zwei Personen sind für Erziehung zuständig. Zwei Menschen müssen sich gegenseitig in jeder Sicht befriedigen können. Nicht nur sexuell, auch von der Lebenserwartung her. Und das wird nicht hinterfragt, das wird eher durch die Produktionsverhältnisse in diesem System auch begünstigt. Ich glaube, dass die Ehe, wie sie ist, hängt auch von dieser bürgerlichen Gesellschaftsordnung sehr stark zusammen, sodass das eben diese Fragen immer wieder auftauchen, weil der Mensch ist mit solchen Themen konfrontiert ist, wenn er nicht selbst davon betroffen ist, sondern ein Bekannter, ein Freund, also im Umfeld, das heißt,
Das ist tatsächlich ein soziales Norm, was immer wieder diskutiert wird. Wir zitieren Textstellen aus Wagners Bühnenstück Rufen unweigerlich die berühmten Passagen aus dem Kommunistischen Manifest in Erinnerung, die auf den möglichen Vorwurf antworten, die Kommunisten wollten die Freiheit, das Eigentum und die Familie abschaffen. Die kapitalistische Freiheit ist im Grunde die Freiheit, auf dem Markt zu kaufen und zu verkaufen. Und somit ist sie selbst die Form der Unfreiheit für diejenigen, welche nichts zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft. Das kapitalistische Eigentum bedeutet Abschaffung des Eigentums für diejenigen, die keine Produktionsmittel besitzen, und die bürgerliche ist selbst die verallgemeinte Prostitution. In all diesen Fällen wird der externe Gegensatz internalisiert, sodass der Teil zur Erscheinungsform des anderen wird. Bürgerliche Freiheit ist die Erscheinungsform der Unfreiheit der Mehrheit und so weiter. Für Marx bedeutet das, zumindest für den Fall der Freiheit, dass der Kommunismus diese nicht abschaffen, sondern durch die Abschaffung des kapitalistischen Knechtschaft wirkliche Freiheit herbeiführen wird. Eine Freiheit, die nicht mehr die Erscheinungsform ihres Gegenteils sein wird. Nicht die Freiheit selbst ist die Erscheinungsform ihres Gegenteils, sondern eine falsche, durch die Herrschaftsverhältnisse verzerrte Freiheit. Zumindest der erste Teil von dem Absatz, was ich vorgelesen habe, ist eben die Wiedergabe von marxistischen, von Marx selbst geschriebener Teil. Eine interessante Diskussion in diesem Sinne ist eben die Diskussion mit Hegel.